Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Das wird sehr, 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 sehr spannend. Ich habe bei mir als Gast Daniela Adloff. Sie ist die Gründerin vom Familien-Online-Kongress, ein Mega-Mammut-Kongress, den sie da auf die Beine gestellt hat. Ja, liebe Daniela, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dabei bist. So, und wir machen das parallel. Wir machen jetzt auch gleich Live-Schaltung und dann freue ich mich riesig drauf. Jetzt muss ich das hier nur noch eingestellt Ja, kriegen. Hallöchen, wunderschönen guten Tag. So, jetzt freue ich mich riesig, riesig, Daniela Adloff im Livestream zu haben. Ganz, ganz eine spannende Geschichte. Daniela hat den Familien-Online-Kongress.de ins Leben gerufen mit unendlich vielen Speakern. So, jetzt hole ich dich gleich rein, liebe Daniela. So, dauert kurz, darfst du es So. einen. Ja, hallo. Ja, da ist sie ja. Herzlich willkommen. Super. Schön, dass du hier bist, liebe Daniela. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja. Klasse. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll. Du hast ja einen mega, mega Mammutkongress ins Leben gerufen. Das sind, glaube ich, über 50 Speaker. Ist das richtig? Ja, das sind über 50 Speaker. Ich glaube, knapp 54 oder 55. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren mittlerweile. Wow, Wahnsinn. Wie kommt man auf so eine Idee, so einen riesen, riesen, riesen Kongress zu machen? Das ist ja eine Wahnsinnsarbeit. Ja, also die Idee, die ist eigentlich, es wurde mir von oben eingegeben, sage ich mal so. Ich bin am 3. September 2018 bin ich morgens aufgewacht, das war Sonntagmorgen. Ja, ich hatte einfach diese Vision von diesem Kongress, dass ich möglichst viele Menschen und Familien auch damit erreiche. Und ja, ich habe dann einfach nur noch das getan, was man in dem Moment tut, wenn man im absoluten Flow ist. Ich habe einfach mich hingesetzt, erstmal an den Computer geguckt, gibt es das so schon? Und dann bin ich hergegangen und habe einfach die ersten Experten angerufen und gefragt, wollt ihr mit dabei sein? Und das ging dann am ersten Tag, habe ich dann drei Zusagen gehabt. 14 Tage später waren es irgendwie 25 Zusagen. Und ja, mittlerweile sind es über 50 Speaker, genau. Und jeden Tag ereilen mich mehr Anfragen. Ja, ich find das klar. Also das heißt, du nimmst noch weitere Speaker dazu, oder? Also jetzt im Moment aktuell nicht mehr, aber ich werde im Anschluss an diesen Kongress, werde ich noch sehr wahrscheinlich im Oktober oder im November eine Plattform starten, wo ich dann auch noch natürlich noch andere Experten und Speaker dann auch haben werde, die ich dann auch interviewen werde. Wie das Format genau aussieht, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber da werden auf jeden Fall noch weitere dazukommen, ja. Wow, ich finde das ganz, ganz gigantisch. Ja, und für alle Zuschauer, die jetzt dabei sind, was machen wir hier speziell? Ich habe Daniela eingeladen, weil ich finde, das ist so cool, was sie macht. Wir gehen jetzt einfach durch den Kongress und schauen uns die einzelnen Experten an. Einige davon kenne ich und bei den anderen brauche ich einfach deine Hilfe. Gut, wir starten. Du hast ja drei Rubriken gemacht: Gesundheit und Co. Schule, Beruf, persönliches Wachstum. Also, hier haben wir Ja. Andreas Goldemann, intuitiver spiritueller Berater. Was erzählt er? Um was geht es bei ihm? Ja, der liebe Andreas, der ist intuitiv, das heißt, er ist von Geburt an hat er diese Fähigkeit, dass er wirklich auch ja durch Gesang Dinge lösen kann bei den Menschen. Das heißt, ich sag mal so, er hat die Fähigkeit, er nimmt ich sag mal so Disharmonien von den anderen wahr, auch zum Beispiel in der Gruppe oder so, oder wenn es dem einen nicht so ganz gut geht, dann nimmt er das wahr und kann das auf jeden Fall direkt auch dann lösen, also durch Gesang. Und das habe ich auch selber schon erlebt in Frankfurt. Und das ist total super. Also ich sag mal so, er hat es da schon gemacht, dass es dann Kopfschmerzen oder sowas, beziehungsweise Nackenverspannungen auch weggehen. Ja. Ja. Okay, Ja, super. ich muss mal eben einmal ganz kurz hier auf meine Chronik gehen.
Genau. Okay, super. Das war Andreas Goldemann. Dann kommen wir zur Caroline Maria Wunderlich, Heilpraktikerin und Immunsystemexpertin. Was ist Ihr Thema in deinem Kongress? Ja, also Ihr Thema ist das Thema systemische Aufstellungen. Und da ist auf jeden Fall ganz, ganz klar, dass sie da uns Wege zeigt, dass ja, wie sie über systemische Aufstellungen die Blockaden innerhalb einer Familie irgendwo auch ja, lösen kann. Ich müsste allerdings mal eben einmal ganz kurz hier nochmal stoppen, weil irgendwas klappt hier ganz kurz nicht in meiner Chronik. Das wird nämlich nicht angezeigt. Jetzt muss ich mir eben ganz kurz das Technische hier lösen, warum es nicht in meiner Chronik angezeigt wird. Warte mal eben ganz kurz. Sekunde, teilen. Das ist nämlich jetzt so. Warte mal. Dann kann ich nämlich auch das alles hier schön markieren. So, warte mal. Das muss ja sein. Ja, super. Also so, ich sehe dich in deiner Chronik. Ja, jetzt zweimal. Ja. Ah, okay, jetzt sehe ich mich auch zweimal. Egal, was soll's. Gut, mit dem, du musst mir noch eine kurze Sache eben erklären, und zwar mit dem Markieren hier in dem Video. Achso, du tust einfach unten im Kommentarfeld kommentieren, die einzelnen Speaker, die wir gerade vorstellen. Achso, okay, dann. Jeweils dann läuft es auch. Verlinken mit Namen, genau, und dann wissen die, dass wir gerade über sie sprechen. Gut, dann ist das so richtig. Jawohl, so, jetzt gucken wir mal. Ganz, ja, genau, Andreas Goldemann, fantastisch. Genau so, und dann jeweils immer den nächsten. Yes. Genau. Perfekt, gut. Dann läuft das auch. Haben wir die technische Hörer hier auch genommen. Ja, jetzt genau. Eine Frage noch. Andreas Goldemann, wo ist er zu Hause? Der Andreas Goldemann, der kommt ja auch aus Deutschland. Ja. Ist allerdings im Moment, glaube ich, noch in den USA, und wir haben auch unseren Call in den USA geführt, also von Hawaii aus. Okay. Ja, super, das ist natürlich cool. Und wo ist die Caroline Maria Wunderlich zu Hause? Die ist im süddeutschen Bereich zu Hause, näher der Schweizer Grenze. Okay, super. So, dann kommen wir zu Hans-Peter Meyer, Begründer der Vitalarchitektur, Taumaster für Feng Shui. Das hört sich sehr, sehr vielversprechend an. Was ist sein Thema bei dir im Kongress? Ja, sein Thema im Kongress war bei mir, wie man die Wohnung oder das Haus so harmonisch einrichten kann mit den ganzen Energien, und also so harmonisch einrichten kann, dass es auch perfekt passt. Das heißt, er hat durch diese Vitalarchitektur begründet, mehr oder weniger. Und durch diese Vitalarchitektur, da schafft er wirklich Räume, die auch energetisch so sind, dass sich auch die ganzen Familienmitglieder da auch wirklich wohl drinne fühlen. Also sehr, sehr wertvoller Beitrag. Der war jetzt gestern schon am ersten Kongresstag. Ja, ja, wunderbar. Okay, super. Das heißt also, wenn unsere Zuhörer noch teilnehmen möchten, da gibt es einen Link. Einfach draufklicken. Ich glaube, immer 24 Stunden ist es for free. Ist das richtig? Ganz genau. Also der erste Tag, ich habe ihn bis jetzt noch nicht wieder weggeschaltet. Der ist jetzt im Moment gerade noch aktuell freigeschaltet, allerdings auch nicht mehr allzu lange. Also von daher am besten jetzt draufklicken. Ich kann es ja auch mal eben ganz kurz, oder du kannst es ja eben mal ganz kurz auch darunter mit verlinken, oder hast du, glaube ich, schon verlinkt. Ich habe den Link, habe ich schon drin, ja. Ah, super, genau. Super, sehr gut. Dann haben wir Sabrine A. Heuss, ganzheitliche Gesundheitsberaterin, Spezialistin für basisches Aktivwasser. Was ist Ihr Thema? Ja, Ihr Thema ist das Thema Wasser als Basis für ein gesundes Leben, was ich auch ganz, ganz spannend fand, weil so einige Dinge, was ich über Leitungswasser vorher dachte oder auch über Flaschenwasser, was wir so im Supermarkt kaufen, da sind einige Dinge, die da sehr interessant auch für uns alle sein können, gerade als Familienmitglieder, wenn wir uns gesund ernähren wollen, ja. Okay, das hört sich sehr, sehr gut an. Da freue ich mich, weil über Wasser wird ja unendlich viel gesprochen. Ja, da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Wo ist denn die Sabrina A. Heuss zu Hause? Das weiß ich jetzt im Moment im Einzelnen nicht. Also frage mich besser nicht, wo die Einzelnen zu Hause sind. Das okay. Ja. Ich frage das halt deswegen, weil manchmal wollen die Leute dann sich halt auch konsultieren oder in die Praxis gehen und so weiter. Okay. Ja, also wie gesagt, ihr findet...
Ich habe das alles auch verlinkt, im Kongress verlinkt und da finden das dann auch alle die Informationen. Also da gibt es dann die näheren Informationen mit den Links zu den einzelnen Seiten und wo die dann auch zu finden sind. Ah, okay, ja, das ist gut. Okay, wunderbar, wo die einzelnen Leute zu finden sind. Das ist auch immer sehr, sehr spannend. So, dann haben wir Bernward Rauchbach, Spiritual Leader, Akademie, Gründer für Selbstheilung, Persönlichkeit und Potenzialsteigerung. Was ist sein Thema? Ja, der liebe Bernward, der hat uns, ja, schenkt uns die, also wenn Familie krank macht, und zwar erzählt er auch aus seinem eigenen Leben, er war jahrelang im Rollstuhl und ich finde ihn einen sehr, sehr faszinierenden Menschen, weil er hat es geschafft, sich durch seine Arbeit oder auch durch seine Arbeit aus dem Rollstuhl selber zu befreien und hat auch andere Menschen schon dazu befähigt, sich von Krankheiten zu heilen. Ich meine, wir dürfen ja keine Heilsversprechen machen oder sonst irgendwie was, möchte ich jetzt auch an dieser Stelle nicht tun. Aber ich finde es sehr wertvoll, was er auch da an Arbeit leistet. Und wie gesagt, deswegen habe ich ihn auf jeden Fall auch in diesem Interview mit dabei gehabt. Wow, sehr, 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 sehr spannend. Das finde ich cool. Dann haben wir Dr. Käthe Niederkirchner, Kinder-, Jugendärztin, Ärztin für Psycho- und Hypnotherapie. Was ist Ihr Thema? Ja, die liebe Dr. Käthe, mit ihr habe ich mich über das Thema auffällige Kinder unterhalten, insbesondere ADHS, Autismus-Kinder und hochsensible Kinder. Und sie als als Ärztin für Kinder- und Jugendpsychologie auch, sie ist sehr wertvoll in ihrem Umgang damit. Sie selber, sie sagt auch, sie hat selber diese Problematik oder diese Herausforderung in ihrem Leben. Und sie versteht diese Kinder und sie coacht auch gerade die Eltern oder auch Erzieher und die Kinder in dem Bereich, wie man auch besser miteinander umgehen kann und einfach, dass man es nicht als Krankheit sieht, ADHS. Sie sagt auch selber, ich sag mal so, das Thema Krankheit, es sind besondere Kinder. Das heißt, wir sollen lernen, wie wir mit den Kindern am besten dann auch umgehen können, damit das für die Kinder und natürlich auch für die Erwachsenen eine vernünftige Kommunikation ist und damit wir auch alle insgesamt besser miteinander klarkommen. Wow, sehr, 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 sehr cooles Thema. Also ganz, ganz wichtig für viele Eltern, weil das ist ja wirklich ein großes Thema. Diese Kinder werden ja oft zugeschüttet mit den Medikamenten. Das ist Wahnsinn. Cool, ganz, ganz toll. Ja. Super coole Leute eingeladen. Dann haben wir Volker Werner. Physiotherapeut, Ausbilder für Atlas Prophylax. Was erzählt der Volker? Ja, der Volker, der erzählt uns was genau über dieses Thema Atlas Prophylax. Und zwar das Thema Atlas Prophylax. Also ich weiß nicht, also das hat jetzt nichts mit dem Atlas zu tun, den wir aufschlagen, sondern der Atlas, das ist ja unser erster Halswirbel oben und der hat natürlich auch ganz viel zu tragen. Und da hat jetzt unter anderem auch, ich bin selber der betroffene Mutter, sag ich mal irgendwo, weil ich das auch von meinem eigenen Sohn kenne, dass er halt schon sehr früh halt Probleme auch gerade mit diesem Atlaswirbel hat. Und da hat der Volker, stellt dann halt vor, welche Möglichkeiten es gibt, dass man das wieder in korrigiert, sag ich mal so, und wie man damit umgehen kann und wie man das dann auch verbessern kann. Also das ist auch ganz, ganz wertvoll auf jeden Fall. Also für alle Eltern, die auch vielleicht Schreikinder haben oder oder auch bei Kopfschmerzen oder bei sonstigen. Also das ist wirklich eine Geschichte, finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Oh. Ja, leider kommt der Volker viel zu spät bei mir, weil ich war auch ein Schreikind, aber naja. Okay, dann haben wir Waltraud Bogdanski, Expertin für selbstbestimmtes Leben plus Prana-Heilung. Was ist Ihr Thema? Ja, Ihr Thema ist das Thema Prana-Heilung in diesem Kongress. Und zwar Prana-Heilung, wir sprechen darüber, was ist überhaupt Prana-Heilung? Also auch wieder an der Stelle gesagt, das ersetzt keine schulmedizinischen Sachen, aber es dient zur Unterstützung der Selbstheilungskräfte. Und wenn man jemanden hat in der Familie, der das beherrscht, diese Prana-Heilung, dann kann man doch einige Dinge schon mal im Vorfeld, bevor man jetzt vielleicht zum Doktor geht, schon mal im Vorfeld ganz leicht und einfach regeln. Also bei ganz einfachen Sachen, dass man da was machen kann. Und da habe ich mich mit ihr drüber unterhalten, finde ich auch ganz, ganz, ganz wertvoll. Wow, ich finde es immer gut, wenn man sich selber zu helfen weiß, das ist immer sehr, sehr wertvoll. Ganz, ganz klasse, toll. Dann kommen wir zu Ralf Peter Olesinski, der kochende Apotheker.
Ja, der liebe Ralf, der hat, das ist der kochende Apotheker, ja, der wird uns einiges was zum Thema Ernährung sagen, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich darüber, wie wichtig eigentlich ist dieses gemeinsame Kochen und dieses gemeinsame Zubereiten auch von Speisen und dann auch das gemeinsame Essen. Das heißt, die Gemeinschaft und die Familienharmonie, die wird auch wirklich dadurch gestärkt, wenn man auch gemeinsam und gesund natürlich auch kocht und sich dann auch gemeinsam an den Tisch setzt, weil das ist immer so ein Ding, wo man dann auf jeden Fall hergeht und sagt, wir haben hier einen Raum für uns geschaffen und das ist unser Raum und wir haben hier unser harmonisches oder unser Familienleben. Wir können uns austauschen. Ich sag mal, das Leben läuft ja sowieso meistens in der Küche oder im Esszimmer irgendwo ab, ich denke. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz, ganz wertvoller Beitrag, ja. Ich finde das sehr, sehr schön, vor allem, weil ich heute, was ich sehr oft entdecke bei Familien und so, jeder isst, wann er will, Mikro steht da, die Sachen werden gewärmt und so, Kinder hocken irgendwo vorm Spiel, vorm iPhone, vor der Glotze und da fehlt oft die Gemeinschaft. Cool. Dann haben wir Wolfgang Barkemeyer, Anti-Rauch-Coach. Gut, das ist schon fast selbsterklärend. Ja? Genau, das ist schon fast selbsterklärend. Also der liebe Wolfgang, der hat seit seiner frühen Jugend eigentlich sehr stark geraucht und hat es dann irgendwann dann auch durch seine Methode, die er entwickelt hat, dann auch geschafft, vom Rauchen auch sich davon zu befreien. Und er befähigt mittlerweile die Leute, also auch selbst starke Raucher, dass sie innerhalb von 30 Tagen ihren Rauchkonsum sehr stark dezimieren, beziehungsweise, also wenn es jetzt sehr starke Raucher sind, sehr stark dezimieren, beziehungsweise wenn es nur mittelstarke Raucher sind, dass sie dann auch ganz aufhören können durch sein Coaching. Und da haben wir uns auch so ein bisschen drüber unterhalten, ja. Sehr cool. Also, er kommt auch 25 Jahre zu spät, aber immerhin. Noch einige, die rauchen. So, genau. 6 Uhr. Spezialist für harmonische Musik. Genau, der liebe Horst, der hat uns für diesen Kongress diese Tageseinstimmung immer zur Verfügung gestellt. Also an dem ersten, also für 2 Tage hat er uns immer jeweils ein Musikstück zur Verfügung gestellt. Und es ist dann jeden Morgen, habe ich so eine musikalische Einstimmung dann dabei. Er selber baut auch Klanginstrumente und er ist, wie er selber darauf gekommen ist, das hat er auch gestern im Interview gesagt, also durch eine eigentlich in seiner Jugend außerkörperliche Erfahrung, dass er auf dieses Thema Musik und harmonische Musik und Frequenzen und Klänge gekommen ist. Und da hat er jetzt über mehrere Jahrzehnte geforscht in diesem Bereich und so ist das Thema Musik zu ihm gekommen und darüber unterhalten wir uns, ja. Ja, cool. So, und jetzt freue ich mich, jetzt kommen endlich mal ein paar Leute, die ich kenne, ja. Aus meiner Szene ist jetzt die Rubrik Schule Beruf. Da haben wir meinen lieben Freund Erich Promm, Mr. Cashflow und Online-Marketer. Was erzählt er bei dir im Online-Kongress? Ja, mit dem Erich Promm, da habe ich mich mit drüber unterhalten, wie man Familie und Beruf eigentlich wieder in Einklang bringen kann. Das heißt, dass man auch von zu Hause aus arbeiten kann. Und wir haben uns eigentlich auch über das Thema Wichtigkeit der Familie unterhalten und wie er das in seinem Alltag macht und wie vorteilhaft es ist, wenn man auch wirklich dann im Internet zum Beispiel ist und dann auch im Internet vom Internet aus arbeiten kann, von wo und wann man will und diese Vorzüge haben wir dann beleuchtet. Ja, er sagt ja, er fängt früh morgens an und mittags, wenn seine Tochter kommt, dann macht er gar nichts mehr. Und das genau, um 12 Uhr hört er auf. Genau, super, sehr gut. Dann haben wir Caroline Gossen, gell? Oder Gossen? Caroline Gossen, ja, Caroline Gossen, genau. Sie ist im Moment auch zusammen mit dem Oliver Geißelhardt immer wieder live zu erleben on Tour. Ja. Die liebe Caroline, die erzählt ganz, ganz viel über auch Talente entdecken, Talente fördern und wie man auch seine eigenen Talente entdeckt und am besten auch fördert. Und das natürlich auch, ich sag mal so, zu Hause schon natürlich macht oder auch natürlich im Team auf der Arbeit und wie das da am besten funktioniert. Wow, sehr gut. Dann kommt mein alter Freund Oliver Geißelhardt, Mental- und Gedächtnistrainer, ein absolut cooler Vogel für mich. Mit Olli ist immer ganz viel zu lachen. Er ist so gut drauf, also absolut empfehlenswert. Ja. Was erzählst du dir? Ja,
Ja, definitiv ist der Olli empfehlenswert, ganz bestimmt. Also der Olli, wir unterhalten uns natürlich auch über das Thema Gedächtnistraining und wie der Ehemann auch nicht mehr den Hochzeitstag der Frau vergisst oder wie er sich die Namen besser merken kann oder überhaupt. Ja. Und da haben wir auch einiges zugemacht und da unterhalten wir uns natürlich auch über ja das Thema, was er so auch macht mit seinem Gedächtnistraining und wo man es auch einsetzen kann und wie man es auch am besten verwendet. Ja. Also das Interview wird auch ganz lustig, weil er hat dann auch meinen Namen ja irgendwo verbildert und ja, freut euch einfach auch da drauf. Ja, cool. Super. Dann haben wir Ursula Maria Lang, Expertin für Berufung. Ja, die Ursula Maria Lang, die war schon, glaube ich, mit eine der ersten in Deutschland, die was zum Thema Berufung finden und Berufungsberatung auch gemacht hat. Sie selber hat jede Menge Berufungsberater auch ausgebildet und hilft einfach den Menschen oder auch gerade den Familien dabei, wenn die Jugendlichen beispielsweise jetzt eine Berufswahl ansteht oder auch was passiert, wenn derjenige jetzt in einem ganz falschen Zweig drinne steckt. Also wir haben uns auch so ein bisschen über die Auswirkungen darüber unterhalten, was dann passieren kann, wenn man nicht seinem Herz folgt und das macht, was einem eigentlich liegt. Also auch zum Thema Talente und Entdecken eigentlich auch, ja. Sehr cool. Wenn man nicht seinem Herzen folgt, dann wird es irgendwann sehr, sehr übel. Ja, wow. Stark. Genau. Ja. Coole Speaker hast du eingeladen. Wirklich stark. Ja, finde ich auch. So, dann haben wir Benedikt Held. Redefabrik Kommunikation, Charisma-Experte für Kommunikation. Ja, der liebe Benedikt Held, also das ist, der ist ein ganz großer YouTuber, hat einen riesig großen YouTube-Kanal auch und der liebe Benedikt, der hat seinen YouTube-Kanal auch dem Thema Kommunikation und Charisma verschrieben und beleuchtet das Thema Kommunikation wirklich von allen Seiten, also wie man besser kommuniziert, lernt man da und wir unterhalten uns jetzt im Speziellen auch darüber, wie wir wie man auch zum Teil durch Glaubenssätze Kinder prägen kann und dass die dadurch auch die Kommunikation auch möglicherweise für die Kinder hinterher immer schwieriger wird und wie wir es schaffen, auch unseren Kindern durch vernünftige, klare Kommunikation auch andere Glaubenssätze und bessere Glaubenssätze auch einzupflanzen, sag ich mal so. Oh ja, für manche Eltern ein wichtiges Thema, ja, absolut sehr, sehr, sehr zu empfehlen, ja. Was genau. Man kriegt, wenn man unterwegs ist, denke ich immer, was macht ihr mit euren Kindern? Wie programmiert ihr die? Ja, auf so schreckliche Art und Weise, ja. Wahnsinn. Aber das ist ein anderes Thema. So, dann kommen wir zu Jenny Freckstein, Coaching mit Herz für das Wohlergehen unserer Kinder. Was ist ihr Thema bei dir? Ja, die liebe Jennifer, mit ihr habe ich mich über das Thema Schulangst unterhalten. Die liebe Jennifer, die hat sich auch auf dieses Thema auch spezialisiert. Sie ist Kinder- und Jugendcoach und auch gleichzeitig Mutter und arbeitet mit Kindern und auch mit Eltern von Kindern zusammen, die unter Ängsten leiden, wenn es um das Thema Schule geht oder auch um andere Ängste, aber hauptsächlich um das Thema Schule und wie wir als Eltern auch erkennen können, woran es liegt. Also sie habe ich auch gerade heute aktuell im Interview am heutigen Kongresstag, am Tag 2. Und wie gesagt, also ganz, ganz spannend. Auf jeden Fall lohnt es sich, da reinzuschauen. Wow, cool. Ja, und dann mein lieber Freund Gunnar Kessler. Mit ihm habe ich schon viele Seminare gemacht. Mit ihm war ich auch schon auf Reisen. Er war auch schon öfters bei meinen Schulungen, Events und so weiter. Ja. Experte für Online-Marketing, Money-Mentor. Und was erzählt er bei dir? Ja, wir unterhalten uns in meinem Interview unterhalten wir uns auch gerade über das Thema, wie er eigentlich dazu gekommen ist. Und da verrät er uns auch ganz persönliches aus seinem Leben, wie er eigentlich zum Online-Marketing auch gekommen ist und aus welchen Verhältnissen er gekommen ist und wie schwierig es damals für ihn war als Kind. Und dass er eigentlich mehr oder weniger auch eine Zeit lang, dass es gab, wo er auch mal im Auto gelebt hat, ja. Und wie er sich da rausgearbeitet hat. Und also ich finde es auch ganz, ganz wertvoll, dass man einfach mal sieht, auch diejenigen, die irgendwo mittlerweile oben an der Spitze sind und die mittlerweile auch richtig Geld verdienen, auch aus welchen Verhältnissen die auch kamen und auch natürlich auch, was sie zum Thema Familie sagen und wie man die Harmonie da auch wieder herstellen kann. Also ganz, ganz wertvoll auch, ja.
Ja, er macht das für mich auch absolut cool, auch mit seiner Tochter und so, wie er immer für seine Tochter da ist, wie das echt sein Schatz ist und wie er es auch rüberbringt und sagt, ey Väter, guckt, dass ihr mehr für eure Kinder da seid, weil das wirst du nie mehr nachholen können. Ja. Wow. Dann haben Also wir das finde ich Heike, ganz wertvoll. ja, stimmt. Dann haben wir Heike Lützenberg, Expertin für emotionale Balance, Angstbewältigung, speziell Prüfungsangst. Ja, die liebe Heike, die hat sich auf das Thema Prüfungsangst spezialisiert und zeigt uns auch im Interview auch Techniken, wie wir auch mit Prüfungs- oder Bewertungssituationen besser umgehen können und wie wir da auch so unsere Ängste eher in den Hintergrund drängen können, sodass wir, was heißt noch nicht mal in den Hintergrund drängen, sondern dass wir einfach einen anderen Fokus kriegen und einfach ja in den Flow kommen und uns dann gar nicht mehr so schlecht fühlen, wie wir uns jetzt vielleicht in dieser Prüfungssituation fühlen. Also da hat sie uns auch ganz viele hilfreiche Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben. Wow, sehr, sehr, sehr schön, weil es ist ja auch oft für die Eltern ein reiner Stress, wenn die Kinder wieder eine Prüfung haben. Das ist ja, endet ja vieles oft im Drama, ja. Ja. Da, Daniel Dudek, Coach, Autor, Mr. Stark auch ohne Muckis. Was erzählt er? Ja, den lieben Daniel, den habe ich zufällig, nein, genau, den lieben Daniel, den habe ich auch gestern Abend noch zufällig bei uns getroffen. Der war nämlich gestern bei uns in Olpe hier im Okay. Sparkassen-Erzieherforum. Da habe ich ihn gestern noch live gesehen und habe mir eine seiner Vorträge angeguckt für Erzieherinnen und Erzieher. Und er macht, also der Mr. Stark auch ohne Muckis, er macht eigentlich Mobbingprävention für Kinder. Und also er geht in Kindergärten und in Schulen und ja, hilft da sowohl den Eltern, also sowohl den Eltern als auch den Lehrern als auch den Kindern mit diesem Thema besser umzugehen und auch vielleicht eine ganz andere Sichtweise mal zu kriegen auf das Thema und wie sich die Kinder einfach da auch zur Wehr setzen können oder welches Mindset sie an den Tag legen können, damit ihnen das nicht passiert. Also ganz, ganz Wow. wertvoll auch. So großartig. Ey, ich habe richtig Gänsehaut-Feeling. So spannende Themen hier für Familie, letzten Endes für jedermann. Dann haben wir die Bianca Kleine Wilde, Betriebswirtin, WA und Kommunikationstrainerin. Genau, mit ihr unterhalte ich mich über das Thema Resilienz und was auch Resilienz natürlich auch für uns bewirkt. Also das heißt, wenn wir resilienter sind, dann schaffen wir es natürlich auch, gewisse Dinge wie zum Beispiel Mobbing oder auch irgendwelche Stresssituationen besser zu bewältigen. Ja, das heißt, wenn durch Resilienz erstrecken sich für uns ganz andere Möglichkeiten. Und da unterhalte ich mich mit ihr auch in unserem Interview drüber. Auch ganz, ganz, Wow. ganz wertvoll. Resilienz, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Dann haben wir Frank Simanski, Experte für Lern- und Gedächtnistechniken, Verdauermacher. Ja, das Interview mit dem Frank, das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen, weil ich glaube, das war das Interview, wo wir wirklich auch beide am allermeisten gelacht haben. Ja. Er Da lacht geht schon auf dem Bild, so richtig herzlich, ja. es. Ja, genau. Also da geht es auch wirklich um das Thema Lernmethoden und wie wir auch ja, wie unsere Kinder mit Spaß lernen können. Und wir hatten bei unserem Interview so viel Spaß. Also wir haben uns vor Lachen gekrümmt. Sehr gut, so muss Also, das sein. ja. Ja. Finde ich Genau. cool. Mit Spaß lernen. So, dann haben wir Ute Ja. Maria Menneken, Autorin, Expertin für das Thema Linkshändigkeit. Genau. Also mit ihr habe ich mich speziell über das Thema auch Linkshändigkeit und die Herausforderungen mit Linkshändigkeit unterhalten. Und auch, was sie da zu dem Thema sagt, ob man ein Kind umschulen sollte. Das heißt, viele Kinder sind ja auch in der heutigen Zeit, die eigentlich vielleicht Linkshänder sind, auf rechts umgeschult und welche Probleme das auch mit sich bringen kann und welche Konsequenzen das hat und wie man es schaffen kann, dass man ein Kind von Anfang an eigentlich die Wahlfreiheit lässt und was man eigentlich dabei beachten muss. Und da haben wir uns drüber unterhalten und das fand ich auch ganz, ganz wertvoll, dass man da einfach mal auch einen neuen Blickwinkel kriegt, auch aus Sicht einer Linkshänderin. Wow, sehr, sehr cool. Ja, dann kommt mein Freund. Andreas Demon, er war ist Gewinner, Award-Gewinner der ersten Speaker-Cruise der Welt. Er war auch Genau. Gast auf der ersten Speaker-Cruise der Welt. Ganz, ganz fantastisch. Der Geburtshelfer für Lösungen. Was erzählt er bei dir? Ja, also der liebe Andreas, das war ein ganz besonderes Interview, weil das haben wir nämlich bei uns zu Hause geführt. Ah, Und cool. zwar, ja, genau, er ist extra hierher gekommen, dann haben wir das hier vor Ort gemacht. Und ja, er hat uns eigentlich mehr oder weniger teilhaben lassen, wie wir wirklich auch zu unseren
Lösungen kommen. Das heißt, wo auch Engstellen sind und wie wir das am besten bearbeiten können, damit wir auch unser Lösungsunikat gebären können. Deswegen nennt er sich ja auch der Geburtshelfer für Lösungen. Ja, er ist absolut ein cooler Typ, der Andreas. Mit ihm zusammen zu sein, macht ganz, ganz viel Spaß und er hat so viel drauf. Ja. Schön! Ja.